Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Life is Strange. Wir waren hier stehen geblieben bei dieser Entscheidung und da wir Mädchen in diesem Spiel sind, kommen die garantiert nicht so oft in einen jungen Umkleideraum. Und ich denke mal, das finden die aber schon ganz spannend. Besonders Chloe sicherlich. Von daher gehen wir in den Umkleideraum der Jungs. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Okay, ist sie jetzt auch da reingegangen? Ist alles dunkel, was haben wir hier? Nathan ist das, oder? Oder auch nicht? Okay, muss ja natürlich nicht sein. Was haben wir hier? Da haben wir nichts drin hängen. E-Zigarette? Wer raucht denn hier E-Zigarette? Nathan. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs. Right? Die hat's a palm. Er nimmt schon ganz schön Medikamente. Warren. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Weiß ich nicht, warum er das da gemacht hat. Was haben wir hier noch? Halt. Was ist das? Zach is really careless. Ah, ein Handy. What happens when I'm around? Victoria. Hey, think bad things. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist. Möchte ich eigentlich echt nicht wissen. No way am I touching Zach's jersey. Oh, Schwimmhilfen. Must be for training kids. Schöne Schwimmhilfen. Was haben wir hier noch so? Sonst scheint hier gerade nichts weiter zu sein. Dann gehen wir mal weiter gucken. Ah, hier ist noch einer. Logan. I guess I should consider this evolution. Dana, I know I'm ass. Ah, war das der Sex Me Up? Boys locker room is right. Okay, was haben wir hier? Dana needs a baby daddy. Ah this ja. This room is almost empty. The guys must like their pink goo. Genau. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Männer mögen pinke Seife, genau. Ist das ein Föhn? Okay, das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Föhn auf ein Männerumkleide, beziehungsweise in einer Männerumkleide, das ist natürlich sehr interessant. Max ist Feminaz. Ah! Welcome to 1950. Auf jeden Fall ist hier die gleiche Nachricht. I love Rowan Graham. I bet you do. auf jeden Fall gleiche Feminazi-Spruch sei wie wir schon per Nachricht bekommen haben. Was gibt's denn noch so? Pool-Toy. Just when I thought it was safe to go back in the water. Genau. Gehen wir weiter. Gibt's denn noch so? Weil mit Chloe müssen wir ja reden. Von daher geht das. Machen wir das zum Schluss. Die Musik ist weg. Das ist leicht uncool, dass die Musik weg ist. Gästeliste. Looks like I'm the Vortex Club bouncer. Decisions, decisions. Es ging um den Vortex Club. Na, da hinten sieht abgesperrt aus. Okay, dann reden wir mit Chloe. Aber warum ist die Musik weg? Das macht mir so leicht Sorgen. Ah, ne, hier kann man noch lang. Ah. In case I run out of air, I know where to come. Ich hab's, wenn das hier schon liegt, dann habe ich irgendwie das ganz dumme Gefühl, dass einer von uns beiden untergehen wird. Yes, we get it. Otters. Ah ja. Und? Da haben wir die Otter. Coffee and swimming. Good combo. Oh. Ah, das Wasser. Ah, Wasser erhitzen. Für Chloe natürlich. Ihr wollt ja erhitzt das Wasser. Ui. Ja, ui. So, the big plan is when. Genau. 2013. Ah, okay. Was haben wir hier? Aw, look at the baby Halloween. Schon ein bisschen niedlicher, so kleiner. Da kommen wir nicht lang.
Okay, dann beobachten wir mal Chloe, wie sie schwimmt. So, hier haben wir wirklich nichts weiter. Ah, sie ist reingesprungen. Time to do or dive, Max. Okay, können wir da jetzt auch rein oder nicht? Oh yeah, baby, feels like a hot tub. With my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Na, spring. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Sie springt also auch rein. Oh, ist das niedlich. Kawabunga, jawollo. Oh, herrlich. Why look, an otter in my water. Dun, 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Ja, das ist einfach nur so herrlich. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Geil. Yeah, you wouldn't know about that. Chloe ist so ein cooler Charakter, ey. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related, and I want to find out why for Kate's sake. She didn't deserve to die. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Yeah. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. Richtig. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Richtig. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I Aww. Hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Gross. You're a bro killer. Warren is nett. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Das ist schön, dass sie jetzt nie verlassen wird. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Ja, wir werden uns schön den Arsch abfrieren. Jetzt auch erstmal schön abtrocknen, vor allem mit nasse Unterwäsche. Ist natürlich auch sehr prickelnd. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Ja, war ganz schön viel Chlor drin. Ne? Oh, oh. Hide. Verdammt, ich wusste es. Okay, schnell weg. Gott, oh Gott, oh Gott, verlaufen. Move, Max. Don't waste your power on getting busted. Make sure you cover the whole perimeter. Are you shitting me? Oh, fuck. Dude, oh. Hide. Like when we were kids. Ja, verstecken. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Richtig. Hello?
Oh, bitte komm jetzt nicht hier rein. Bitte komm jetzt hier nicht rein. Hello? Anybody there? Geh weiter. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. Ja, wir wollen keinen Halloween-Streich spielen. I heard something over here. Ich bleib einfach jetzt hier stehen. Who's here? I got a flashlight and a stick. Ja, Stick. Wir haben dafür was anderes. Ist er weg? Weil das Bild wackelt, so, da wird man ja seekrank. Geh einfach raus. Ist auf jeden Fall durch eine Tür gegangen. Ich sag mit Absicht nichts, weil ich mich gerade aufs Hören konzentriere. Ist er da? Haut er jetzt gerade. Ah, Sonne blendet so ein bisschen. Ich sehe gerade nicht alles. Haut er jetzt ab? Ah, wenn ich hier lang gehe, sehe ich gar nichts. Wo ist Chloe? Bisschen schneller gehen. Er kommt zurück. Oder auch nicht. Wo zum Teufel steckt Chloe? Komm, weg, 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 weg. Hier gehen wir wieder raus, ne? Okay, der bleibt jetzt wohl da. Gibt's da jetzt vielleicht noch einen anderen Weg? Ah, okay, wir mussten da durch. Oh, Mensch. Kann sie doch nicht machen. Ich bin das zweite Mal erschreckt. Ja, Chloe, dass sie sich mal so ranschleichen muss. Gibt's doch nicht. Wait, turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. Was ist los? Warum? You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Ganz mieses Gefühl. Weil er müsste doch dieses die Karre kennen und vor allem das hören. Later, fuckers. We are so fucking awesome. Yes, we so are. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Simpson mit Nelson. Haha, you loser oder sowas. Oder see you later, you loser. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das war. Aber trotzdem ist es einfach. Aber wie gesagt, eigentlich müsste David ja auch die Karre kennen. Von Chloe. Und daher müsste das doch gesehen haben. Aber ich denke, er könnte sich das sicherlich auch schon denken, dass es Chloe war. Aber ja, mal schauen. Immerhin hat er uns nicht erwischt. Das ist schon mal sehr viel wert. Ich bin mal gespannt, ob das in die Wertung, also sage ich es mal, Wertung einfließt zum Schluss. Ob das, wie viele Leute erwischt wurden. Das würde mich dann schon mal interessieren. I can't sleep. Oh, sieht doch so aus, als ob die beiden sehr gut geschlafen haben. Das T-Shirt sieht ein bisschen aus wie so ein Ed Hardy T-Shirt, was Max da anhat. So, sie pennt noch. Der Vorhang, also die, Gardine fetzt eigentlich, so eine USA-Flagge. Take selfie, genau. Fotobomb! Oh, ich finde die Alte so genial. Fotobomb, geil. Noch so im Tiefschlaf und dann. Different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one.
I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? Oh. I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to walk. Keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. I'm so wiped out from last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. So, ich wollte mit der Absicht noch ein bisschen lauschen, der diesen schönen Soundtracks einfach immer und immer wieder herrlich. Dieser Soundtrack. Okay, I need to get dressed now. Yep. I don't think I'll be moshing today. Okay, das ziehen wir nicht an. Warren, was hat Warren? Ticks now. By the way, the drive-in is actually popular, so I'm buying the ticks now. Ticks, keine Ahnung. Könnt ihr trotzdem gerne schreiben. So, haben wir da. I hid in the closet and then David wouldn't be on my case. Ja. Deswegen. Yes, I might go to hell for this, but. Ach so, genau. If it saves Chloe. Wow. I remember this old phone. We decorated it. Das Einhorn, das ist so putzig. Aber müssten hier nicht irgendwo unsere Klamotten rumliegen? Wow, Sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Wie sah Chloe damals aus? Wahnsinn, diese Veränderung. The fact that she put the photo next to Rachel is so touching. Ja. Kondome. Don't be a dummy, cover your willy. Wie geil. Ist das geil. Don't be dumb, Caviar Willy. Jawollo. Ich fand den Spruch jetzt einfach nur so gut, ne, Leute? Joint. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my part. Was haben wir hier noch? I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Jesus. Now I am glad Chloe took that money. This guy is serious. And scary. Oh man, ja, dieser blöde Frank. Wir ziehen uns aber erstmal an. Ugh, still reeks like a chlorine factory. Ja. Also haben wir keine. Find a suitable outfit in my fashion hole. Okay, wir können uns irgendwas von ihr nehmen. Okay. Ich. Time for some Chloe cosplay. Oh my god. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Yeah. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. Oh, God. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example... I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Okay. Wie geil. Wieder so eine schöne Entscheidung. Ich denke, so gut wie jeder weiß natürlich, was ich nehmen werde. aber von der zeitlich her passt das natürlich wieder perfekt, diese Entscheidung.
Von daher, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, belohnt mich doch mal wieder mit einem Daumen nach oben und vor allem schaltet doch morgen zur nächsten Folge wieder ein. Beziehungsweise beim nächsten Mal. Ich habe nämlich gerade keinen Plan, wann diese Folge erscheint. Beim nächsten Mal wieder ein von Life is Strange. Bis dahin, liebe Leute. Macht's gut.